Hallöchen zum dritten Rennen in der FR-Herausforderung in der mittleren Klasse. Diesmal geht es zum Dragon Trail Küste. Genau, und zwar mit dem Conte Rusmo Credi Fugu Z. Dem habe ich extra noch eine neue Farbe verpasst. Der war mir in Weiß ein bisschen zu langweilig. In dem Metallic Grün gefällt er mir etwas besser. Ich glaube, mit dem bin ich noch gar nicht gefahren. Ich habe jetzt gar nicht so genau aufgepasst. Sehen wir auch gleich. Fahrzeugeinstellungen. Da müssen wir noch ein bisschen. Noch habe ich genug Punkte. Ich glaube, ich muss mal wieder ein paar Einzelrennen fahren. Zumindest wenn ich ständig mit anderen Autos mal fahren möchte. Sporthart, nee, sportreich. Ja, noch gar nicht gefahren. Ach, jetzt habe ich oben ganz vergessen. Nee. Und der hat gar nicht so viel Leistung. Mal gucken, ob wir mit dem überhaupt was gerissen kriegen. Sator. Oh, das kann eigentlich so bleiben. Mal gucken. Na mal schauen. Gewicht, Antrieb FR, soweit so gut. N400. Das wird crazy. Also ist ja eine N600er eigentlich. Aber ich hätte gedacht, der geht hier noch ein bisschen weiter, aber ne. Ja, jetzt habe ich ihn extra lackiert und eingerichtet. Jetzt fahren wir auch. Sonst muss ich nochmal versuchen, dann ist das halt so. 5 Runden auf der schönen Strecke. Haben wir doch vor die Linse, du Affe. Ja. Also letzter Mal immer nicht, glaube ich. Komme ich natürlich auch nicht vorbei. Den leichten Schubser hatte er sich verdient. Ist klar. Aber du fährst an ihm. Hast du gesoffen vom Rennen oder was? Das fährt er mir auch genau vor die Nase. An die Strecke ist das.
Aber ich schätze mal, bei dem Auto gibt es auf jeden Fall noch einen Handicap-Bonus. So, ich habe mich eben über den anderen beschwert, aber ich schubse hier gerade selber ganz schön an. Der fährt sich erstaunlich gut. Also gerade auch gegen die Gegner. Oh, verdammt. Noch in den Kurven. Ey, ich schub's nicht. Ach, der schiebt hier immer noch. Also im Großen und Ganzen gehe ich hier nicht mal vom Gas runter in den Kurven. Also ist natürlich noch mit dem automatischen Bremsen drin. Naja, so viel dazu. Aber zu spät eingelenkt. Aber gut, das ist nicht so eine schnelle Strecke, sonst würde ich glaube ich wesentlich schlechter dastehen. Zwei Runden noch. Ich hätte echt nicht erwartet, überhaupt so weit vorne mitzufahren. Also hier machen sie auf jeden Fall die Kurven. Dadurch, dass die Karre so eine gute Kurvenlage hat. Das war geil gerade. Also unbeabsichtigt, aber geil. Das ist Überholungsmanöver. Für meine Verhältnisse.
Oh, jetzt kann ich Scheißen bauen, dann läuft das. Okay, das ist jetzt doof. Ich habe mal wieder vergessen, beim Fernseher das Dings, also den Dings auszuschalten. So, hab's geschafft. Nicht, dass mir hier der Bildschirm ausgeht. Das war echt doof an der Stelle. Nochmal eine gute Zeit. Okay, die habe ich nicht so gut genommen diesmal. Muss ich nachbremsen. Nur doch 5 Sekunden Vorsprung. Ne, die ist nicht so gut, die Runde. Aber sollte trotzdem reichen. Ich fahre immer besser, wenn ich noch irgendwie Gegner vor mir habe. Ja, fast eine Sekunde lang, wenn man nicht mehr. Oh, nochmal gut aufgeholt hier im letzten Stück. Von fast einer Sekunde noch runter auf 0,2. Die Karre gefällt mir. Ja, Fahrzeughandicap, ne? Zwar den Fehlerfrei-Bonus nicht. Dafür habe ich ein bisschen zu viel auf Autoscooter gemacht, aber bin zufrieden. So, tägliche Trainings haben wir auch. ja, an der Stelle sage ich mal wieder bis zum nächsten Rennen und viel Spaß in der Wiederholung.